Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Crowned mit Voucher und mit unserem Nerd, Alterle. Ich würde sagen, wir machen uns direkt mal hell. Ich weiß nicht genau, wann der Wolfgang hier seine Runde dreht. Ich will es aber auch nicht wirklich rausfinden. Wann pennen wir denn jetzt? Dann stehen wir um 4:40 Uhr auf. Pass mal auf, ich will mal ganz kurz gucken. Wir wollten nämlich noch Fackeln mitnehmen. Da unten ist es ja recht dunkel bei der Jungs. Wo waren die Fackel? War die bei Werkzeuge? Die müsste ja hier nochmal drin sein, ne? Fackel. Ah. Müssen wir gleich Materialien farmen. Gut, ist nicht so schlimm. Den nehmen wir mit zum Essen. Die Keule nehmen wir natürlich auch mit. Das hier bleibt da. Wenn ich ganz kurz das mal so durchschauen. Ja, das machen wir so. Ja, weil da weiß ich nämlich, dass wir das noch analysieren müssen. Der bleibt auch hier. Und da wir... ich ziehe mich schon mal um. So. Sollen wir die mitnehmen? Dann ist das Inventar so schnell verstopft immer, gell? Ne, die lassen wir hier. Wenn es 6 Uhr ist, stehe ich auf, ne? Komm, wir pennen. Können uns auch morgen früh beim Dämmerlicht noch fürchten. Ah. Haben wir unseren ersten kleinen Chip. Ah ja, guck mal, es wird doch schon langsam hell. Ey, ist der Garten vermüllt. Einen wunderschönen guten Morgen. Gleich mal einen Braten reingehauen. Moa, moa, moa. Und ein paar Pilzchen. Jetzt überlege ich gerade, ob wir gleich erkunden oder erst. Wir machen erst die Ameisen. Wir machen erst die Ameisen und wenn wir die erledigt haben und noch Zeit ist, also sprich, wenn es dann noch nicht dunkel ist, dann können wir den Spot hinten begutachten. Weil wenn wir von hinten kommen, brauchen wir uns nicht um die Schnaken bemühen. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt, sage ich mal, 3 Fackeln, hätte ich schon gerne gebaut. 3 Fackeln bedeutet 2, 4, 6, 3, die haben wir, glaube ich, einstecken. Wir brauchen 6 Seile und 9 Trocken. Und die kriegen wir, wenn wir kurz davor laufen, zu unserem Wassertropfen. Und sobald wir die Base haben, bauen wir uns natürlich die Spinnennetze wieder auf, die dann den Tau sammeln für uns. So. Und dann können wir nämlich wieder, so wie wir das gewohnt sind, einpennen, aufstehen, Frühstück für Helden. Und dann geht's weiter, weißt du? So möchte ich das gerne wieder haben. Die nehme ich jetzt alle mit. Kriegen wir jedenfalls ein paar Seile. Guck mal vorne rein ins Dösel, ob da was drin ist. Nicht ins Hösle. Wenn da was drin ist, dann nur, wenn die Wolfsspinne vorbeigekommen ist. Schöne Geschichte. Jo. Ein Tropfen der Wahrheit. Aber der ist echt so. So eine Nullinger-Runde. Das ist mir egal. Das Zischen macht mir so ein bisschen. Hier kann die Wolfsspinne bestimmt durchbeißen, gell? Wenn wir rückwärts müssen wir jetzt dann gleich das trockene Gras noch einsammeln. Ah, ich liebe die Stimmung morgens. Ist schon schön. Ist schon schön. Vor allem auch, wenn du dann weißt, hey, der ganze Tag wartet auf mich. Hey, sind die noch nicht nachgespawnt? Denk dran, dass hier auch der Wolfi kommen kann. Auf der anderen Seite. Ja, die sind noch nicht wieder da, Leute. Auf der anderen Seite. Je schneller der uns jetzt demnächst einmal begegnet und uns wegmacht, desto mehr oder desto weniger erschreckend tut man halt dann. Guck mal, hier ist überall Tau. Gar nicht. Irgendeiner von denen hier. Das Blatt geht hier hin. Hallo? Ah nee, das wächst ganz da hinten raus. Hi, Weevil. Ich bin gerade am gucken, wo ich einen Tropfen herkrieg. Der da sitzt hier dran. Ja, stopp. Hat dann? Er hat ihn erwischt. Ich hätte zwar noch einen gehabt, aber ich will mein Reserve-Ding nicht immer aufgeben. So, Leute. Das sind noch 4. Der ist alles voll mit Tropfen. Wenn man sich halt ausgerechnet den raussucht, der zu weit. Stopp. So, guck's dir an. Jetzt auf die Axt gewechselt. Ah, schön. Vitamin D. Sehr, sehr schön.
Wie viel Trockene brauche ich für drei Fackeln? 9. Wir müssen halt aufpassen. Ist nicht unser Revier. Wo hat denn der jetzt die drei trockenen Grasbrocken eingesammelt? Gut. Besorgungen erledigt für heute, oder? Hi, Morgen. Morgen! Geh zurück an deinen Teich! Muss ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben jetzt halt immer das Eck rausgesucht, wo er patrouilliert. Für einen Moment. Du willst es nur, weil das was Süßes ist. Na gut. Ich verstehe dich ja. Ich hätte es auch geschlürft. So. Fackeln. 2 Stück kann ich. Nochmal 2. Also haben wir 4 Fackeln gemacht, Leute. Die reichen für den Ameisenhaufen, oder? So, pass auf, das bleibt dann hier. Nüsse nehmen wir mit. Pollen nehmen wir nicht mit. Doch, es war schon richtig drin gelegen. So. Alles, was man entdecken können, ist hier drin mit, ne? Okay, ich bin bereit. Hol mal den Chip raus. Nur noch ganz kurz gucken, habe ich noch mehr als die Nussstückchen zum Futtern hier? Ne, also muss ich noch ein paar Pilze sammeln gleich. Das ist okay. Ich werde die Schaufel wahrscheinlich jetzt nicht brauchen. Dafür mache ich hier die Fackel hin. Und ich würde sagen, wir machen das so. Auf geht's. Wir sind gestärkt. Ein bisschen was zum Essen haben wir dabei. Ein bisschen was zum Trinken haben wir dabei. Einen Tropfen würde ich uns vielleicht noch holen für die Pulle. Auf geht's. Birdles erster Chip. Und damit die erste Aufgabenreihe erledigt heute. Aber noch sind wir nicht durch. So, da vorne wäre ein Tropfen, wenn ich mit denen mit dem ersten Keulenschlag dieser Staffel einholen würde. Pennst du am Tag? So nah an den Stinkwanzen? Respekt. Aber ich hatte schon immer Respekt vor dir. So. Pilz auffüllen. Ja, perfekt. Dann können wir nachher zum Burger runter. Nicht, du brauchst nicht jedes Mal was Süßes, wenn dein Dings voll ist. Ist im Nerd, Alter, ne Wurscht. So, und was hat denn uns noch gefehlt für den Bogen? Weil bevor wir den erendet haben, brauchen wir ja nicht unbedingt... Ach, Fliegenpelze. Wollen wir an der mysteriösen Maschine vorbei? Können wir die vielleicht gleich mitnehmen? Die Fliegenpelze. That's no grub. It's a larva. Denk dran, du wolltest auch die ganzen Tiere analysieren. Wo ist die? Hier ist eine Keule. Aber die siehst du früh genug nochmal. Geh mal kurz rüber, Linsen. Was hast du entdeckt? Alles Tiere, die wir schon haben. So, Leute. Hier ist der Laser. Gehen wir weiter. Hier nochmal einen kleinen Snack für unterwegs. Wir sind aber schon richtig, oder? Hier ist dieses Fruchtpäckle. Ja, das Problem ist, dass die Fliegen, wahrscheinlich hätte ich da schon einen Bogen gebraucht, um die hier besser zu farmen, ne? Ja, da ist eine, aber die wird wahrscheinlich nicht gerade zu mir runtergeschossen kommen jetzt, oder? Ich könnte natürlich auch den Speer werfen, aber treffe ich dann? Boah, Alter, wie weit hast denn du den Speer jetzt geschmissen? Ein Kiesel, 3 Pflanzenfasern und 2 Sprössis. Scheiße.
Zwei Sprössis. Hi, Weevil. Ich brauche einen Kiesel. Ey, sag mal, hast du gesehen? Bist du in eine andere Welt, hat er drüber geschossen. Gut, vergiss das hier. Machen wir erstmal eins. Wir können ja heute Abend nochmal an die Lampe gehen, dann, weißt du? Geil. Aber es funktioniert. Man kann den Speer sehr weit werfen. So, ich darf mich jetzt hier nicht auf irgendwas einlassen, weil wir haben echt keine starke Rüstung an. Die ist ja nur, dass die Ameisen uns als ihresgleichen behandeln, wenn das noch so ist. So. Ich nehme schon mal eine Fackel in die Hand. Ja, lass mich mal. Ja, wir sind jetzt Freunde. Solange ich denen jetzt keine Eier klaue, machen die mir auch nichts, ne? Okay, Leute, auf geht's. Machen wir das wieder mit der Höhlenrunde. Wir hatten das irgendwann mal angefangen. Ich weiß nicht, ob es im Stream war oder im letzten Let's Play. Dass wir uns immer rechts halten. Huch. Aus Versehen in die Beißwerkzeuge reingerannt tot. Ich klaue heute keine Eier. Das können wir irgendwann mal machen. Detecting a soldier ant in our area. Proceed with caution. Denk dran, dass viele sind... Ach du, das ist mir gerade eingefallen. Ich wollte ja noch die eine Ameise hier. Die normale. Location marked. Nee. Wieso geht es nicht? Haben wir die vielleicht doch schon? Oder ist es, weil es hier dunkel ist? Also immer rechts halten bedeutet, ich linse lieber dann überall hier rein. Oh, guck mal. Quarz darf ich, ne? Das macht euch nichts. Quarzscherben können zu Schleifsteinen verarbeitet werden, die zur Verbesserung von Werkzeugen an einer Schmiede verwendet werden. Nicht, dass die jetzt hier in Boss oder was reingebaut haben. Marmorscherbe. Okay, Leute, da muss ich mal genauer gucken. Die gab es damals noch nicht. Werkzeuge an einer Schmiede verwendet werden. Da muss der Vater jetzt gerade mal ganz kurz gucken. Ja, guck mal, hier, das haben wir jetzt und das haben wir, ne? Probier mal. Ne, ne, da zeigt es nichts an. Brauchen wir uns keinen Kopf haben. Hallo. Das ist normaler Kiesel, aber ich nehme jetzt auch schon mal einen normalen Kiesel noch mit. Immer rechts bleiben erstmal. Let there be light. Boop. Hier, ne? Spröder Quarzit nehme ich schon mal mit. Ich erinnere mich nämlich, weiß aber auch nicht mehr, war es im Stream, war es in der letzten Runde, die wir abbrechen mussten. Die Waffen werden ziemlich heavy, wenn man die aufwertet an der Schmiede. Vielleicht holen wir uns die Schmiede, sobald wir eine Base haben, dass wir diesen Kohlebrocken klauen gehen. So, das ist jetzt... Ah, ein spröder Marmor kann ich. Ich nehme das schon mal mit, ne? Kleine Frage in die Runde an diejenigen, die jetzt schon eine Weile unterwegs sind. Spawnt das Zeug nach, was ich jetzt gerade hier abbaue? Also sprich Quarzit und Marmor. Kann man das hier rausfarmen oder ist es eine einmalige Geschichte? Hier müssen wir, glaube ich, gleich hoch. Warte mal. So. Hier müssen wir, glaube ich, hoch. Die Frage ist, ob wir beide Seiten brauchen. Na, du bist doch fast schon oben. Okay, dann gehst du da außen rum. Perfekt. So, hier ist das erste Teil der Bienenrüstung, und zwar die Bienengesichtsmaske in der verrotteten Version. Wenn wir die entdecken, können wir sie bauen, ne? Tu mir einen Gefallen, mach das jetzt nicht. Mach das doch später. So, und irgendwo gab es auch dieses Loch im Boden. Aber ich halte mich jetzt mal weiter rechts. Ich bin gerade sehr begeistert, wie lange die Fackel hebt. Weitaus länger, als ich es gewohnt war. Das nehme ich alles mit. So, hier haben wir wieder einen Teil für unsere Uhr. Malvenblüte. Und da wir die ja auch gerne sehen wollen, würde ich dann immer die, die wir gerade entdecken, hier reinmachen, ne? Jetzt haben wir das Inventar auf Malvenblüte. Ziemlich dunkel, aber eine wunderschöne Farbe. Das macht gerade super tierisch Laune. Wir waren zwar hier nicht das erste Mal jetzt, aber es macht jedes Mal wieder Spaß. Hier ist das ominöse Loch. Ich würde jetzt erstmal mir verkneifen, reinzufliegen. Würde allerdings...
mich weiter erstmal hier rechts halten. Oder kommt ein bisschen was zusammen? Die liegen ja fast in jedem Eck so ein bisschen rum hier, ne? Wenn wir wahrscheinlich morgen dann kurz den Base-Spot entdecken. Ich glaube nicht, dass wir hier raus sind, bevor es dunkel wird. So, jetzt ist die Frage. Ah ja, ich erinnere mich, es gab diese Stelle am Wasser. Boah, böse Science. Tja, wir können uns jetzt noch weiter rechts halten, wenn wir wollen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das Gefühl, ich bin raus. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich jetzt bin und wo wir waren und wo ich hin muss. Es wirkt so, als ob wir gerade rauslaufen. Aber wo wir vorhin da waren, waren da nicht so viele. Ist immer noch die erste Fackel, ne? Habt ihr auch das Gefühl, ich laufe gerade raus? Jetzt bin ich hier. Ich glaube... Ich glaube, ich falle jetzt mal dann als nächstes durchs Loch. Ja, das war der Ausgang. Das war der Ausgang. Dann heißt es, den Bereich hier haben wir. Dann gehen wir jetzt durchs Loch. Essen, trinken, technisch geht's noch mit ihm. Sehr schön. Ja, ich würde es halt gerne in einem Atemzug machen. Hier haben wir gerade das erste Teil runtergeholt. Dann haben wir uns hier weiter rechts gehalten. Haben vom ominösen Loch gesprochen, kurz drauf taucht es auf. Du, ja, das sind halt so Tagesausflüge, da brauchst du ja Zeit. Ja, hier haben wir jetzt alles einigermaßen schön dicht. Hier ist das Loch, das, pass mal auf, jetzt laufen wir erstmal hier rein. Bevor ich da reinstütze. Die Höhle ist super. Moment. Perfekt. Ich weiß, glaube ich, so ganz grob, wo wir sind. Milchmolar müssen wir uns leider merken. Ich habe im Moment noch keine T2-Keule und ich glaube, mit der hier geht's nicht, ne? Ne, ich glaube, mit der geht's nicht. Leute, irgendwas ist da aber vom Geräusch her. Es hört sich doch so an, als ob da noch was Größeres drin ist. Jetzt bin ich hier wieder, ne? Okay. Also zwei Rüstungsteile fehlen uns noch unter Chip. Kann auch ein Marienkäfer sein, der über uns gerade Ärger hat. Ich habe halt voll Panik, dass die jetzt hier plötzlich eine Königin vielleicht haben oder sowas, ne? Weil die haben ja auch Eier und so... Also, der Antrieb einer Ameise müsste schon sein, für seine Königin alles zu tun, oder? Hm. Wo ist das Loch? Okay, ich stürze rein jetzt. Perfekt. Ja. Robuster Quarz. Oh! Ich glaube, ich bin in der Kammer der Ernährung. Minz, Minze, aber die kann ich nicht einsammeln. Hier, wir haben die Schulter von der Rüstung. Burgle seinen Chip haben wir. Wir müssen uns merken, wenn man mal irgendwann und so, ne? Hier liegt ein Minzbrocken und hier liegt ein robuster Quarzitbrocken. Uns fehlt jetzt allerdings noch ein Teil von der Rüstung. Erste Fackel ist das durch. Wahnsinn. Ich erinnere mich da sehr gut dran, dass die hier ständig ausgegangen ist. Ich gucke gerade, ob ich hier noch was vergessen habe. Vielleicht so ein Uhrenschema. Nee. Ja, jetzt müssen wir gucken. Wenn wir Glück haben, laufe ich aus Versehen mehr oder weniger drüber. Die Entscheidung an diesem Tag. Läuft er links oder läuft er rechts? Da kamen wir her. Hier sind wir getaucht. Wo befindet sich jetzt
das letzte Teil. Da ist gut was los hier unten. Als Ameise bist du aber eigentlich auch nie alleine dann, ne? Es sei denn, es läuft blöd und du verirrst dich. Deswegen bin ich bestimmt keine Ameise geworden, wegen der Orientierung. So, ich frage mich gerade, wo dieses Teil ist. Ich habe das Gefühl, ich muss nochmal tauchen. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir waren jetzt schon überall. Ja, ich bin am Rausweg. Wie viel haben wir denn Uhr? 14:50. Also gut, komm her. Ich gehe nochmal rein. Das erste haben wir da vorne gefunden, das andere im Endraum. Jetzt laufe ich einfach mal entgegen aller Logik links rum, da unten. Ist der Marini. Ist definitiv der Marini. Der kämpft da oben mit irgendwas. Ah, die bringen hier die Jungen weg, guck mal. Warum haben die denn geholt? So, jetzt müssen wir gleich wieder beim Loch sein. Hier ist es. Wir haben es, Leute. Wir haben es. Ja, also wir haben jetzt diese drei Rüstungsteile. Wir haben sehr viel Materialien geholt. Und den Chip für den Burgle. Das heißt, wir können jetzt raus. Geh mal raus. Hier kann man natürlich noch mehr von den Chip-Dingern einfarmen. Und wir haben ein Uhrenschema. Das Malve haben wir bekommen, ne? Du, dann können wir jetzt mal gucken, ob wir uns kurz durchschlagen. Ich speichere mal eben oben ab. Ob wir uns durchschlagen zum See. Und mal hinten schauen, ob der Base-Spot geiler wäre, ne? Ein Ei klauen wir mal irgendwann, wenn wir es brauchen. Schöne Runde. Und wir haben noch Fackeln übrig. Und die brauchen wir im Heckenlabor. Oh, da ist auch mal so super dunkel gewesen, gell? So, jetzt darfst du nur nicht vergessen, dass du heute keine Kampfausrüstung anhast. Hinten liegt irgendwo der Marini bestimmt. Ich weiß nicht, da waren doch aber so viele Spinnen hier in der Ecke, ne? Komm, wir gucken mal, ob wir uns durchspeichern. Durchspeichern, ja genau. Ob wir uns durchschlagen können. So. Ameisenrüstung heißt, ich habe keine Probleme. Da vorne ist nämlich schon das Tor, guck. Hier übrigens, da bauen auch ganz viele eine Base. Es gibt hier irgendwo diesen extrem flachen, großen Stein. Der da, da bauen auch viele ihre Base drauf. Oh, Bombi. Bombastisch, wie geht's denn dir? Der Bombi, der alte Simbel. Wir haben jetzt aber keinen Bock, mit dem mich anzulegen schon, aber den brauchen wir ja eh bald, ne? Ich guck mal, ob ich da durchkomme. Da schläft irgendwas. Oh, oh. Scheiße. Ich bin noch nicht so weit. Problem ist, du kannst ja den eigentlich nicht wegrennen, ne? Aber ich kann ins Wasser hüpfen. Ja, hier wollte ich ja hin. Cool. Hier wollte ich ja hin. So. Weil. Hier wären wir recht schnell im oberen Bereich. Wir hätten eine andere Ansicht. Da hinten am Picknicktisch sind wir auch recht zügig. Wieso machen wir uns nicht einfach hier? Schönes Häusle hin. Ich meine, später gibt es ja auch Ziplines, ne? Zum Burgle ist es halt weit. Es sei denn, ich mache eine Zeitraffer-Folge. Weil hier gibt es ja genug Gras, ne? Es ist kein trockenes Gras, oder? Trockenes Gras, scheiße. Ja, bist doch blöd. Ich brauche. Na, da hat es auch Schneegis. Da ist eine Wanze. Ja, aber eine Wanze, die ist ja. Ey, das heißt, da müsste man fast vorne noch mehr bauen, weil wir brauchen ja dann schon Gras. Pusteblumen sehe ich hier eine. Zwei, drei. Ne, eine, zwei, drei, vier, fünf. Und diese Radnetzspinnen sind ja irgendwann auch kein Problem mehr. Ich habe nur keinen Bock auf dem Stein da hinten zu bauen. Wenn, will ich am Wasser sein. Wäre auch eine schöne Ansicht, ne?
hier hätten wir jede Menge Gras. Lass uns doch hier auf dem Stein bauen. Weil wir können trotzdem Seerosengärten anlegen und beleuchtete Seerose können wir uns auch machen hier, ne? Eigentlich ist prinzipiell egal, aber es wäre halt zumindest ein bisschen weg vom Schuss. Beziehungsweise was Neues halt mal. So, jetzt würde ich fast behaupten, wir gehen heim. Lass mich mal kurz. Was schreiben die eigentlich im Datenbereich über die? Die große Radnetzspinne, Stechen, Frisch, Resistenz, Scharf. Das heißt, ich müsste dann schon mit der Keule machen. Ne? Können wir ja mal morgen gucken. Also entweder gehen wir hier hinter oder ich bleib vorne. Prinzipiell ist es nicht ganz so. Ich frage mich gerade, wo wir es mit Game verbringen werden. Es ist immer mehr in der Ecke hier unterwegs, weil da vorne ja jetzt auch die Burg ist. Burgl wäre halt näher vorne. Und ich möchte schon viele Aufgaben auch machen, weil ich ja gerne mal die Rezepte alle freigeschalten hätte. Weißt du, das soll die Release-Staffel werden. Das bedeutet, ich möchte diese Datenblätter ausgefüllt haben. Ich würde gerne die Sachen, die man bauen kann, gerne einmal gebaut haben, alle komplett. Und für mich gehört auch ein bisschen dazu, dann halt am Ende der Staffel, warte mal geschwind. Für mich gehört dann halt auch dazu, dass wir alles aufdecken und halt auch mal alle Rezepte holen. Also richtig ausreizen. Weil wir sind hier eine Weile unterwegs. Kaulquäppchen. Ich habe ein Bild gemacht. Wollen wir die Schnaken jetzt schon begrüßen? Prinzipiell eigentlich nicht. Lesen wir uns daheim mal durch, dass wir uns gegen die Stechmücken präparieren. Und theoretisch wäre morgen, bevor wir pennen gehen und es weitergeht für uns, wäre es vielleicht cool, wenn wir nochmal zur Lampe hochgehen, dass wir einen Bogen bauen können. Ich glaube, diese Kaulquappen sind auch recht gesprächig, oder? Das machen wir morgen. Oder gehen wir gleich noch zur Lampe? Wir gehen gleich noch zur Lampe. Wie gesagt, ich brauche 4 Fliegenpelz. Komm, wir machen das gleich. Wir gehen noch zur Lampe. Schöner Ausflug. Ich bin so richtig happy und vor allem stolz auf unser Nerd-Alterle, dass er sich die Sachen jetzt heute alle angeeignet hat, die er wollt. Das war jetzt mal ungeplant organisiert. Finde ich. Wir wissen, wer hier wohnt. Wir wollen es nur nicht wahrhaben. Hier sollten wir übrigens in die Ego-Perspektive gehen. Weil wenn sie kommt, wird der Schreck noch größer sein. 4 Fliegenpelz holen wir uns jetzt noch. Also ich spiele lieber in der Third Person das Spiel tatsächlich. Obwohl die First Person richtig gut umgesetzt ist. So, handeln, ne? Morgen gehen wir zum Burgl runter, machen wir Analysierungsrunde mit einem kleinen Schnitt sogar, dass wir alles weganalysieren gleich. Und jetzt geht's für uns noch einmal zur Lampe hoch. Gut, gut, gut. Ich habe jemanden schreien gehört, dein Inventar ist voll. Danke, danke. So, pass auf, pass auf. Wann habe ich die Apfelbrocken eingesammelt? Gestern habe ich noch gesagt, wir sollten... Wann habe ich denn die Apfelbrocken eingesammelt? Ich weiß es halt nicht mehr. Das reicht jetzt für Fliegenpelze, komm auf. Speicher mal hier. Komm, das machen wir jetzt noch geschwind, oder? Die müssten ja jeden Moment antanzen, dann können wir es gemütlich ausklingen lassen. Vielleicht penne ich dann oben am Licht. Ach, ich weiß, wo wir es eingesammelt haben. Da, wo ich gesagt habe, wir sind in der Vorratskammer. Nur, als ich es eingesammelt habe, dachte ich, das wäre Nussstückchen gewesen. Da hat es gerade gewackelt. Aber wenn du dann dieses Frupp, Frupp hörst, weißt du genau, war der Kollegin Marine. Scheiße.
Hier einfach im Blauen zu landen, ist immer ein bisschen bescheuert, finde ich. Ja, den Tropfen. Ich mag das, dass die Fackel jetzt so lange hält. Das war immer so ein bisschen nervig. Da hinten ist er. Habt ihr ihn gesehen? Hier ist er. Und wir müssen hier hoch. Und jetzt dreht er gerade rum, wenn wir Pech haben. Ja, das Problem ist, ich kann jetzt... Da muss ich nämlich hoch. Geh in dein Bau. Mach Haya. Okay, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ich könnte aber von da vorne noch spähen schwimmen. Ich glaube, er ist im Baum. Nee, da ist er. Oh. Er geht rein. Wenn ich schnell bin, müsste ich theoretisch schneller auf dem Stöckle sein als in seinem Maul, oder? Da hat mich aber einer gerochen. So. Jetzt heißt es warten, bis die Fliegen kommen. Alternativ hier oben verhungern. Ist es schon immer so? Was ist da hinten? Wassertropfen. Ja, gestern waren wir um dieselbe Zeit etwa hier. Ich hoffe, die kommen gleich. Ich hatte einmal hier oben gestanden, auf die gewartet. In einer Farmrunde offscreen. Und da kam die wie so ein Geschwader an. Den Moment hätte ich gern eingefangen. Du bist aber kein Geschwader. Vor allem gehe ich ja nicht darunter, dich einsammeln. Wie die Fliege am Licht. Vier Stück brauchen wir, gell? Die ist gut, die ist gut. Stupsen die nicht mehr? Eins habe ich. So, wer möchte, kann natürlich noch dabei bleiben, bis ich meine vier Fliegenpelze zusammen habe für meinen Bogen. Alternativ geht es morgen weiter. Ich hoffe, dass da noch mehr kommen und vor allem die da ist wieder eine gute. Drei Fliegenpelze habe ich. Eine müsste jetzt noch von euch. Ja. Here comes another homing gnat. Du so ja, jetzt werden es langsam mehr. Unten steht dann der Wolfi und wartet, ne? Ich laufe mal außen rum. Ich muss die näher rankriegen, sonst fliegt das alles runter und ich gehe doch da unten heute Nacht immer einsam. Die hat geschubst. Die hat doch viel. Oh, Alter, jetzt wird's langsam viel. Hallo. Schubsen erlaubt. Schub du wie du war, schubsen. So, Leute. Ich habe Fliegenpelze 1 zum Analysieren, plus 4 für unseren. Okay. Ich glaube, der ein oder andere hätte noch Bock, mit mir heimzugehen. Zu gucken, ob ich es schaffe, oder? Komm, wir machen das mal eben. Ich höre sie. Deswegen gehen wir nicht hier heim. Wir gehen. Die hat uns auch schon geschnuppert. Wir gehen. Vielleicht doch noch nicht nach Hause. Wie viele Kleider habe ich noch drauf? Weh. Weißt du was? Im Angesicht des Feindes. Absolut geile Locations gibt es hier in dem Spiel. So, meine Lieben, ich würde sagen, ich bin auf dem Heimweg, oder?
Und da kam der Spruch her, wäre ich nur schon zu Hause. Ich bin mittelschwer stolz auf uns. Lasst uns kurz den Bogen noch zusammenbauen und dann haben wir morgen schöne Ausgangsbasis für was Neues. Wievel, pass auf dich auf, Großer. Liefere den Chipper-Burgel ab, das machen wir. Heckenlabor Superchip ist unser erstes großes Ziel. Schöne Geschichte. So. Ach. Worse than my mom's Brussels sprouts. Okay. Mama, morgen, die muss ich noch besorgen. Also, meine Lieben, ich freue mich auf euch. Da vorne ist der nächste Wolfgang. Zwei Stück sind da. Guck mal. Taking a look. Zwei Stück sind da. Also gehen wir auf jeden Fall vorne. Gehen wir auf jeden Fall vor. Wer will denn hier schon? Ja, geh pennen. So, bis morgen.